Ja, hallo, grüß euch. Zunächst einmal einige Grüße von Freunden, die wir heute getroffen haben aus Mahnwache, Linz, Tirol. Wir haben ein gemeinsames Erlebnis gehabt heute in Weidhofen, über das wir heute berichten wollen. Es sind da ziemlich heftige Emotionen hochgegangen. Mache ich gerne etwas näher, ja. Zu meinem Namen, der wurde heute von der Exekutive festgehalten. Wir waren in Weidhofen oben, weil dort hätte ein Gerichtsverfahren nach Common Law, nach dem Naturrecht, nach allgemeinem Recht stattfinden sollen. Es ist ein internationales Gericht entstanden, das eben diese Art der Gerichtsbarkeit jetzt einführen möchte und nicht mehr über die allgemeine Justiz, so wie wir sie jetzt kennen. Dass dieser Schritt, der dort gesetzt wurde, ein etwas schwieriger ist, war mir klar. Ich weiß nicht, ob es dir klar war. Ich war eigentlich dort, um zu sehen, wie geht man mit der Geschichte um, wie geht man mit Menschen um, die sich gegen das System versuchen zu wehren. Und man muss dazu sagen, die Frau, die in Weidhofen zu Hause ist, versucht sich seit längerer Zeit gegen das System zu wehren, über UCC, OPPT-Geschichten, über 30 Notes. Sie hat sicherlich schon einiges durchgemacht. Was wir bis jetzt wissen, wurde sie mittlerweile in die Psychiatrie eingeliefert. Wir haben das Glück gehabt, dass wir dort unbeschoren wieder rausgekommen sind aus der ganzen Geschichte. Angefangen hat es eigentlich recht harmlos. Wir haben das auf Facebook gesehen, dass das dort stattfinden soll. Joe Kreisel war auch dort, wer ihn kennt. Ich bin kurz raus, um den Regenschirm zu holen. Und wie ich zurückgekommen bin vom Auto, sind jede Menge Exekutivbeamte mit schussfesten Westen dort gestanden, was mich schon etwas verwundert hat. Bei friedfertigen Menschen. Bin dann ins Grundstück reingegangen. Mich hat auch niemand davon abgehalten. Komischerweise, ich habe im Nachhinein erfahren, dass diese Veranstaltung eigentlich von der Polizei untersagt wurde. Die Wiese war inzwischen leer und einer unserer Freunde hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass sie bereits im Haus drinnen sind, alle. Ein Teil von uns hat sich im Keller verschanzt, ein anderer Teil im Dachboden. Also ich war der im Keller, der Tom war der im Dachboden. Das heißt, wir können berichten, wie es unten und oben zugegangen ist. Aber ich gebe jetzt einmal kurz das Wort zum Tom. Zu dieser Frau, diesem Mensch, man nennt sie Anna. Und ja. Okay, besser? Okay. Das Ding, sie wurde, also sie wurde quasi entmündigt, also eine Sachverwalterin, hat über alles übernommen, ihre Konten, hat die Konten gesperrt, den Strom hat sie sperren lassen, obwohl sie eigentlich das Geld gehabt hätte, die Sachen zu zahlen. Aber die hat sie nicht mögen, was auch immer. Und ja, und da ist sie in die missliche Lage gekommen, aber hat nicht zurückgesteckt und hat darauf bestanden, dass sie ein Mensch ist und keine Person. Und sie hat auch mit vielen sogenannten beamtlichen Organen geredet und auch Schrift gehalten und versucht einfach durchzubringen, dass ihr Unrecht geschieht. Ja, so viel dazu. Ja, wir waren dort, also die Gerichtsverhandlung Common Law war angesetzt für 11 Uhr. Wir haben schon alles fertig gemacht. Ich habe ein bisschen Dekoration mal angemacht, damit das alles ein,
ein Charme hat. Und wir waren da in der Scheune und wären bereit gewesen zu beginnen. Und wir hatten auch ein paar Sheriffs dort, die halt aufgepasst haben, dass uns nichts passiert. Und man muss dazu sagen, jeder Mensch dort war in Selbstverantwortung da. Das ist keine Sekte, keine Gruppe, es ist jeder auf Eigenverantwortung hingegangen und hat demnach gehandelt, so wie es ihm möglich war. Und ja, und dann haben die Sheriffs uns gewarnt, dass die Polizei kommt. Wir sind dann, ein Teil ist halt in den Keller, ein Teil im Dachboden und ein Teil auch in die Scheune. Und ja, und dort waren wir dann halt circa 2 bis 3 Stunden drin und haben halt mal gewartet. Ja, und dann sollten wir halt alle nacheinander ausgehen. Und was ich dann nachher, die haben halt den Hof gestürmt, sie haben die Türen aufgetreten, die Sheriffs haben es versucht noch zurückzuhalten. Und ja, interessant ist, sie haben auch keinen Durchsuchungsbefehl mit einer Unterschrift oder so uns gezeigt. Sie haben gesagt, sie wurden von oben, quasi also von der BA, haben sie den Befehl bekommen, dieses Gelände zu stürmen. Das haben sie auch gemacht. Und wir oben, dann haben sie auch gesagt, wir sollen nacheinander runterkommen. Dann sind wir nacheinander runtergekommen. Ich war einer der letzten zwei. Ich bin nicht runtergekommen. ich habe es vorgezogen zu meditieren. Und dann sind sie hochgekommen und sie wollten gleich meinen Namen wissen, dass ich mich ausweis. Ich hatte keinen Ausweis dabei und habe darauf bestanden, also ich bin ein Mensch, keine Person. Ich habe mich halt nicht mit meinen, so wie sie mich nennen, ausgegeben, sondern ich habe einfach gesagt, ich habe mich einfach nicht zu erkennen gegeben. Und dann haben sie halt uns mit nach unten begleitet. Der zweite hat gesagt, wo haben sie die Legitimation dazu, uns mitzunehmen? Und also ihm jetzt so mitzunehmen. Haben sie einen Beamtenausweis? Ich möchte gerne ihre Dienstnummer. Alles nicht, also wollten sie uns nicht geben. Wir haben, also viele aus dem Kreis haben nach Dienstnummern verlangt und nach amtlichen Ausweisen. Aber wie viele schon wissen, haben sie keine amtlichen Ausweise mehr. Ja, und sie haben mich dann halt ich wollte auf jeden Fall keine Gewalt. Ich bin dann halt mit runtergekommen, haben sie mich mitgenommen. Da bin ich gleich, weil ein bisschen Gedränge war, bin ich ausgerutscht auf der Stufe und bin runtergepoltert und bin wieder Weihnachtsmann aus dem Kamin rausgekommen. Und die Polizisten haben unten gleich gelacht, ich habe auch gelacht. Und man muss sagen, es sind auch die Polizisten, also ein großer Teil waren menschlich. Also es war nicht so, dass wir jetzt niedergedögelt worden sind oder so. Aber wir wurden halt gegen unseren Willen einfach, kann man sagen, verschleppt. Weil, ich meine, nachher habe ich mit einem Polizist geredet und wie ich ihn mit dem Dienstausweis gefragt habe, hat er gesagt, ja, ich habe diese Uniform an, das ist meine Berechtigung. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kann ich wie ein echt Fett mir auch so Uniform anziehen und ihn verhaften oder sowas oder festnehmen. Und dann hat er gesagt, ja, und dann werden sie für Beamtenanmaßung halt drangekriegt. Und dann habe ich gesagt, okay, wo ist ihr Beamtenausweis? Da hat er nichts mehr gesagt.
Ja, es ist wirklich so. Es ist unglaublich. Ich habe es lange nicht glauben können, aber ja. Und ja, und sie haben uns dann rübergeführt, halt um die Ecke. Der andere, der zweite, der hinter mir war, der wurde dann halt wurde gefesselt. Und ja, aber auch ziemlich fest. Er hatte sich wehgetan vor einer Woche und hatte eine Quetschung. Und die haben das echt, er hat es ihnen auch gesagt, aber die haben das echt zugedrückt. Ja, und sie haben uns dann nach hinten gebracht, lustigerweise in einen Kindergarten. Und dann dort die Feuerwehr. Und da hat sich auch die Polizei eingerichtet gehabt. Ja. Und dort haben wir, und da haben wir jetzt einfach mal zugewartet und so. Und sie haben uns halt dauernd mit den Fragen bombardiert, ja, wie ist euer Name, etc., etc. Also wie gesagt, manche haben sich ausgewiesen, manche haben sich nicht ausgewiesen. Und da war auch eine Frau, die ziemlich standfest geblieben ist und hat gesagt, dass sie das nicht zulassen wird und so. Und die hat sie so genervt, dass sie irgendwann losgeschnitten haben und rauslassen. Ja, dann haben wir auch den Joe Kreisel schon vor dem Gebäude gesehen. Und ja, der hat dann mit denen halt interveniert und hat halt versucht, was für uns zu machen und so, und hat dann mit ihnen dass er quasi für uns bürgt, dass wir friedliche Bürger sind. Und ja, und dann sind wir halt rüber und sie haben unsere Namen aufgenommen und ja, und ich habe dann unterschrieben, habe halt drunter geschrieben unter Gewalteinwirkung, weil ich wollte nicht unterschreiben. Sie haben mich natürlich nicht irgendwie gehaut oder so, aber sie haben mich einfach dazu gedrängt, sonst wäre ich jetzt nicht hier. Ja, genau. Und ja, und der Joe Kreisel hat auch unterschrieben und ja, und dann habe ich halt mein Handy und Geldbörse, haben sie zuerst in Gewahrsam genommen und das habe ich wieder zurückgekriegt. Und ja, und jetzt sind wir mit einem Freund, der da hinten steht, sind wir hergedüst, um euch das zu verkünden, was dort vorgefallen ist. Danke. Ich möchte zum Abschluss vielleicht noch kurz anmerken, wir sollten darüber nachdenken, wie wir miteinander umgehen, sprich wir, die versuchen Nein zu sagen und einer Exekutive gegenüberstehen, die das nicht annehmen möchte. Und es wäre absolut wichtig, schon langsam da eine Gesprächsbasis zu finden, wie geht die sogenannte Obrigkeit mit Menschen um, die gewisse Dinge einfach nicht mehr so hinnehmen möchte und einfach Nein sagt. Das wäre wichtig. Mir hat überhaupt nicht gefallen, wenn man auf Polizisten hinschimpft, sie vielleicht tritt oder sonst was. Auch wenn es nicht ihr Recht ist, uns anzugreifen, man muss sie auch verstehen. Sie sind auch Menschen und das hat mir auch der ein oder andere Polizist gesagt. Wenn man mit ihnen vernünftig umgeht, dann gehen sie mit uns auch vernünftig um. Bereich ihrer Möglichkeit natürlich. Ne? Die lassen das nicht so einfach zu, aber es ist halt wichtig, wie geht man miteinander um. Und irgendwo muss man da mal ansetzen und mit einem Polizisten sprechen, mit einer Gruppe von Polizisten sprechen und vielleicht irgendwann kommen dann die Herren von da hinten auch raus und sprechen auch mit uns. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich wollte auch noch was zur Polizei sagen. Das Deprimierende daran ist, dass viele halt Polizisten nicht wissen, dass sie ab jetzt eigentlich eigenverantwortlich handeln und halt nur von oben was suggeriert kommen, was sie dann halt ausführen, weil sie es nie anders gelernt haben. Und es sind wirklich super Leute dabei und man hat richtig gemerkt, dass bei den Polizisten, bei den Hälften richtig was angefangen hat. Sie haben zum Nachdenken gebracht und manche wollten einem gar nicht mehr anschauen. So.
Aber wir waren ganz herzlich und haben ihm Liebe entgegengebracht und haben einfach, wir haben ihm Frieden gezeigt und ja, und das ist das Beste, was man tun kann. Danke.